Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute haben wir das zweite Video am Start. Und ihr habt abgestimmt für das Auto, was ich nehmen soll, zwischen den vier schicken Wagen, die hier stehen. Letztendlich ist aber die Abstimmung auf den BMW M4 Coupé zurückgefallen. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden und alle, die jetzt nicht gewonnen haben, werden diese Autos auf jeden Fall im Laufe des Let's Plays nochmal fahren und auch nochmal kaufen, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht traurig, aber ich glaube, man kann es ja auch nicht jedem recht machen. Deswegen nehmen wir jetzt den BMW. Ich wusste, dass es der war. Deine Augen haben beim Ansehen so gefunkelt. Nee. Aber. Ah, zum Einsteigen. Oh, das haben sie geil gemacht. Ach so. Wie wär's mit einem Wunschkennzeichen? Stell deinen Charakter in 8 oder weniger Zeichen zur Schau. Klar. Ich weiß übrigens, dass es das O ist, aber ich finde das so geil aus. Hä, wie ist denn das sortiert? Sagen wir, nehmen wir das Blaue. Ist immer so. Ich glaube, es sieht so besser aus. So, so ist das schön. Das ist geil. Dieses Horizon Festival wird echt groß, größer als alle davor. Deshalb müssen wir unser Festivalgelände erweitern. Aber dazu brauchen wir Fans. Und um die wiederum anzulocken, musst du da draußen Rennen fahren und PR-Stunts abziehen. Unsere Festival-Scouts haben ordentlich geschuftet, um Sonderziele mit diesen Markern zu versehen. Berechne eine Route zu einem der Marker. Mal sehen, was wir dort finden können. Ah, okay, also jetzt gibt's hier so Punkte. Ich könnte ein paar ziemlich große Labels und Künstler an Land ziehen, aber du entscheidest, Boss. Was willst du hören? Mir ist das relativ egal, ja. Ich nehme einfach mal Block Party. Okay, Block Party. Ich regle den Vertrag. Wie geht's weiter? Ja, mir ist es egal, ich mache aber irgendwas, Leute. Vagrant Records Radio. Indie und Alternative Rock. Cool, ich kümmere mich um den Vertrag. Ich höre hier eh kein Radio, deswegen ist es mir relativ egal. Okay, so können wir den Radiosender wechseln. Ich mach's mal aus. Fahren dann gleich direkt zum... Boah, ist das laut. Fahren dann gleich direkt zum ersten PR-Stunt. Das wird zu leise. Ach so, das wäre ein Rennen. Okay, dann fahren wir das mal. Was für ein ausgesprochen nettes Fleckchen für eine Rennstrecke. Um zu starten, fährst du einfach bis zum Marker. Bin doch schon da. Okay, also ich finde das... Die Leute wollen dich fahren sehen. Also legen wir mit einem einzelnen Fanrennen los. Ich finde das jetzt nicht so gut, weil mein Fahrzeug ja nicht so gut für Offroad ist. Aber gut, Leute. Great Ocean Road. Fahrt. Wir haben schicke Karren. So, das lassen wir so. Gehen wir mal los. Statt der im dritten Gang. Egal. Mal sehen, ob wir hier Erster werden können. Ich schätze mal, das wird jetzt noch nicht so schwer, aber später werden dann die Rennen schon schwer werden, denn... Da sind es dann auch andere Autos und da sind Fehler dann auch entscheidender. Aber
werden wir alles packen, ja. Ich schätze mal, oh. Das dürfte jetzt dann nicht so ein großes Problem sein. Müssen wir noch gleich nochmal gucken, weil der Roran hat ja gesagt, dass es eine Garage gibt, dass wir da vielleicht gleich mal reinfahren. Aber der wurde uns noch nicht erklärt, wo die ist, ne? Und vielleicht mal den Tune können netten. Aber ich glaube, wir sollten erstmal hier das Rennen fahren und uns so eingrooven. Das ist ja auch okay, ja. Vorrang und das sauberes Rennen. Ja, also die haben auf jeden Fall auch so. Hier. Nicht Erfolge, sondern so Fähigkeiten, glaube ich. Fähigkeiten haben sie hier am Start. Also Fähigkeiten, mit denen sie hier. Also mit denen man Punkte bekommt. Ich hoffe auch Geld. Ist egal. Und wir werden Erster. Das ist. Ist doch schön, ja. War jetzt noch nicht so schwer. Erfolg. Einer von uns. Gewinne erstes. Okay. Oh, kriegen wir. Schön Geld und. Das war jetzt, glaube ich, gerade Stufen. Boss, wir haben fast keinen Platz mehr für neue Fans. Nur noch ein paar mehr und ich kann die Pläne für die nächste Festivalvergrößerung aus dem Schrank holen und kräftig aufrüsten. Das ist nett. Kann man Pläne aufrüsten. Das. Hallo William. Ich bin Ihre automatische natürliche Navigationsassistentin, kurz Anna. Das Horizon Technik Team in Cambridge hat mich in diversen Bereichen verbessert. Ich werde Ihnen während Ihres Aufenthalts in Australien Ziele vorschlagen und Ihnen bei der Orientierung helfen. Darf ich Ihnen eine Route zu Ihrer nächsten Fahrt berechnen? Sehr gerne. Klasse. Falls Sie mich nochmal brauchen, drücken Sie einfach das Steuerkreuz nach unten. Okay. Das werde ich tun. Was ist denn das da am Rand? Schön hier. Was ist das? Ein Schild. 1000 XP. Ah, das kann ich umfahren. Ach, das. Natürlich war das kein Versehen. Diese Bonustafeln sind überall beim Horizon Australia versteckt. Du bekommst eine Belohnung, wenn du sie zerstörst. In diesem Fall war das ein EP-Boost. Ah, also da bekommt man sowas für. In 400 Metern rechts abbiegen. Ich glaube, mal sehen, was wir jetzt hier fahren. Wir werden wieder ein Rennen fahren. Ich würde jetzt gerne mal tunen. Rechts abbiegen. Ah, hier ein bisschen Offroad. Rechts abbiegen. Rechts? Ah. So, auf der Karte gerade. Das sieht aus, als würde ich falsch fahren. Mal sehen. Oh, sieht aus nach einem Sprung. Das ist ein Gefahrenschild. Unsere Scouts haben diese Gefahrenzonen ausgeschildert und abgesperrt. Zu deiner eigenen Sicherheit. Aber die besten und verrücktesten Stuntsprünge findet man meistens ab vom Kurs. Wie es dir lieber ist. Geil. 115,92. Alles noch heil, Boss? Ausgezeichnet. Da standen die voll drauf. Ich lasse die Scouts wissen, dass sie noch mehr suchen sollen. In der Zwischenzeit führe ich mal ein sehr lebhaftes Telefonat mit unserer Versicherung. Okay. Ja, ich hoffe, da ist alles rund, aber sieht noch ganz aus, ja? Also, kann man sich nicht beschweren. Oder habe ich den Schaden auch? Okay, dann ist kein Wunder. So Leute, an der Stelle würde ich sagen, das war's von dem heutigen Video, denn eigentlich wollte ich es länger machen, aber es hat dann doch zu lang gedauert. Deswegen gibt's die Fortsetzung im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen positiven Kommentar oder einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, bis dann. Ciao, Leute.